Legen Sie vor der Montage unbedingt das Gitterrost ein. Jetzt kann das fixe Aufstockelement in die Rostauflage des Lichtschachtes gestellt werden. Übertragen Sie beidseitig die Außenabmessungen des Aufstockelementes auf die Dämmung. Danach kann das Aufstockelement wieder entfernt werden. Nehmen Sie die Wandanschlussprofile ab. Anschließend werden die Wandanschlussprofile in die Rostauflage des Lichtschachtes gestellt und anhand der zuvor gesetzten Markierung ausgerichtet. Die Befestigungspunkte können nun angezeichnet werden. Mit Hilfe der im Montageset befindlichen Schraube können Sie nun die Spiraldübel in die Perimeterdämmung eindrehen. Danach werden die Wandanschlussprofile mit der Dämmung verschraubt. Nun können Sie jeweils 2 Bohrungen seitlich und 4 Bohrungen vorne mit einem 4 mm Bohrer für die Verschraubung des Aufstockelementes mit dem Lichtschachtkörper vornehmen. Das Aufstockelement wird nun in die Wandanschlussprofile geschoben und in die Rostauflage des Lichtschachtes gedrückt. Jetzt können Sie den Rost wieder einlegen. Abschließend wird das Aufstockelement mit dem Lichtschacht und mit dem Wandanschlussprofil verschraubt. Bei der Verwendung von fixen Aufstockelementen müssen keine Aussteifungsrahmen verwendet werden. Durch die Verschraubung von Aufstockelement und Lichtschacht erhält das Komplettsystem zusätzliche Steifigkeit, was vor allem bei zunehmendem Erddruck von größter Bedeutung ist.